Jo Leute, und damit herzlich willkommen zur besten und letzten Döner-Dauerwerbesendung auf ganz YouTube. Ja, das war's mit einem weiteren Jahr. Das war's mit dem Jahr 2019. Mein Jahr 2019 auf diesem Kanal war vermutlich sehr grafikkartenlastig. Aber ja, seht selbst. Deshalb würde ich mein Jahr 2019 als das Jahr der kaputten Grafikkarten bezeichnen. Außerdem möchte ich noch meine drei Film-Highlights aus diesem Jahr ansprechen. Als erstes Avengers Endgame. Ich fand, dieser Film war einfach nur klasse. Er war einfach die perfekte Fortsetzung zu Avengers Infinity War und auch die perfekte Vollendung dieser Filmreihe für mich. Auch auf dieses imaginäre Siegertreppchen möchte ich gerne Star Wars, der Aufstieg Skywalker stellen. Joa Leute, ich liebe einfach Star Wars. Ich musste diesen Film gucken und ich fand ihn, wie jeden anderen, auch einfach gut. Und ja, ich fand, es war auch einfach die perfekte Vollendung der Skywalker-Saga. Und ja, ich finde, dieses Jahr sind irgendwie ziemlich viele Filmreihen zu Ende gegangen, oder kommt mir das so vor? Auf Platz 2 meiner Film-Highlights dieses Jahr ist Joker. Ja, warum Platz 2? Ja, ich finde einfach Avengers Endgame und Star Wars, der Aufstieg Skywalkers, sind für mich einfach Platz 1. Ich kann mich nicht entscheiden, wer da Platz 2 sein sollte oder so. Deswegen Joker, und ich finde einfach, mit Joker hat DC einfach gezeigt, sie können auch Filme machen. Nicht nur Marvel, sondern sie haben gezeigt, DC kann es auch. Ich finde einfach, es war die perfekte Vorgeschichte vom Joker, wie er zum Joker geworden ist. Und ja. Leute, das waren meine Film-Highlights für dieses Jahr. Bevor dieses Jahr und dieses Video aber endet, möchte ich mich bei allen bedanken, die trotz meiner Inaktivität dieses Jahr meine Videos und Livestreams mit mir erlebt und vielleicht ja sogar gefeiert haben. Leute, einfach nur danke. Deshalb gibt es zum Schluss noch einmal einen kleinen Einblick auf das, was wir dieses Jahr erreicht haben. Dieser Kanal hat eine Wiedergabezeit von 1105 Stunden und dabei eine durchschnittliche Wiedergabedauer von 11 Minuten 24 erreicht. 5814 Aufrufe generiert und 47045 Kommentare bzw. Chatnachrichten wurden verfasst. Außerdem 616 Likes und 46 Dislikes. Und zum Schluss, Leute, auf das, was ihr alle gewartet habt. Dieser Kanal hat dieses Jahr einen unglaublichen Umsatz von ganzen 0 Dollar erzielt. Ja, und das war mein 2019. Schreibt auch gerne in die Kommentare, wie euer 2019 war und was ihr erlebt habt, Leute. Und damit würde ich mich gerne verabschieden für dieses Jahr. Ich wünsche euch noch schöne Feiertage und was auch immer, Leute. Haut rein, rutscht gut ins Jahr und ciao, ciao.